Groß Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf. Hallo, hier ist euer Luckinator und Marki vom Kanal Gameshacker. Hallo. Ja. Und jetzt nur kurz ein Video über die Goblin Barrel. Marki hat gerade verloren. Das erste Spiel mit der Goblin Barrel. Aber finde ich irgendwie ein bisschen knapp. Also halt, weil ich hatte dann auch den. Wie heißt der Turm nochmal? Ist ja geil. Jetzt kann man einmal langsamer machen. Normal, zweimal und viermal. Langsamer. Das hat sich auch noch beim Video, ja, beim Update verändert. Okay, wir machen mal auf zweimal und dann nachher. Ja, zerstört er mein Ding. Mit dem Packer. Nee, links, glaube ich, zerstört er das. Ja, links. Mit der Goblin Bar, da setze ich die. So. Ich das Musketier und danach gleich den Prinz demnächst. Ja. Den Prinz habe ich gleich den Ballon. Und dann ist das alles entscheidend jetzt. Gleich. Jetzt passiert es gleich. Ja, jetzt. Machen wir langsamer. Jetzt nehme ich auf den Turm gucken. Da, die Goblin Barrel kommt angeflogen. Der Turm hat 180. Und es sah so aus, als ob die gar nicht mehr draufgekloppt haben. Ja, aber der Prinz hat draufgekloppt. Ja, habe ich gar nicht mehr gesehen. Ja. Und dann dachte ich mir so, warum ist der Turm jetzt auf einmal kaputt? Ja. Weil die zersprungen sind. Ich würde sagen, ich greife den auch einmal mit der Goblin Barrel an. Estimate. Okay. Ich hoffe mir, ich gewinne. Ja, hoffe ich auch. Dann haben wir wieder ein paar Pokale mehr. Ja. Weil wir brauchen wieder bis 800. Ja, weil immer wenn ich eine Kiste öffne, möchte ich 800 haben, damit ich vielleicht irgendwann mal den X-Bone kriege. Aber ich glaube, das liegt vielleicht daran, mit was du die Kiste bekommen hast. Nee, das liegt daran. Die Kiste hast du nämlich mit 800 bekommen, die du gerade öffnest. Ist mir auch egal jetzt. So. Na? Ah. Ich hasse das, wenn der WLAN... Total arsch langsam. Das WLAN. Der WLAN, das WLAN, scheiß drauf. Die WLAN. So. Die sind Level 6 schon? Ja. Warum das eigentlich? Na, die Goblins, die da rauskommen, hängt von dem Level an, wie meine normalen Goblins so auch sind. Ach so. Das heißt, ich sollte dann nochmal meine Goblins upgraden. Ah, bei einem habe ich mal gesehen. Da war die Goblin Barrel, also die Goblin Heart, oder wie heißt die nochmal? Goblin Barrel? Nee, die Skeleton. Hä? Tombstone. Ja, die Tombstone. Da hatten, sag ich mal, jetzt Level 4 und bei der Hexe waren die Level 6, die Skeleton. Das hängt dann auch immer davon ab, auf welchem Level die Tombstone und die Hexe sind, also. Ach so, wenn die Hexe denn auf Level 2 ist. Dann hat sie zwei noch mal extra. Oder so, keine Ahnung, ist mir gerade egal. Ja, ich glaube, die hat dann noch mal zwei extra. Ist jetzt auch egal. Ja, ich sollte mich hier vielleicht mal ein bisschen konzentrieren. Ja! Bestimmt. Okay, ich glaube, die Goblin Barrel alleine ist ganz schön gut. Aber unsere Truppen, okay, wir sind Arena 2, das ist sehr schön. Unsere Truppen sind nicht so ganz gut. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Es war nur eine kleine Folge zu Goblin Barrel und ciao.